Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Er steht hier immer noch. Anziehen können wir uns nachher. Erstmal gucken wir uns hier um. Ansehen. Stevens Buch. This is pretty good so far. Das Buch ist gut. Steven only has crime and train books. Aha. Ansehen. Wonder if Brody notices Hula Girl was missing. Ja, die hat eine Solarzelle oder sowas drin, damit sie immer weiter wackelt. Meine Ziele soll ich überprüfen. Zum Frühstück nach unten gehen. Erstmal gucken wir uns hier in Ruhe um. Schlafanzug? Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Can't believe we actually spent a month out there by ourselves and survived. 9 Dollar hat er noch. Ein Monat, die Decke müsste mal gewaschen werden, ne? Was ist das da für eine Flasche? Ah, hier sind wieder neue Sachen. Feldflasche, vermutlich das Beste, was wir in dem alten Haus gefunden haben. Ja. Noch eine Feldflasche. Da gibt es wieder neue Zeichnungen, ne? Das kennen wir ja schon. Was ist das denn? Das ist ja farbig. Fuck. Mushroom. Oder Trüffel. Brennen kalt. Ich musste Daniel über 3 Kilometer weit tragen. Niemand hat angehalten, um uns zu helfen. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Oh, echt. Dann geht es wieder besser. Er futtert wie ein Scheunendrescher. Schätze, das ist gut. Wir hängen viel mit C und S rum. Echt merkwürdig nach all diesen Jahren. Sie führen einen Eiertanz auf, um nicht über Seattle zu reden oder Cairn. Ein riesiger Elefant folgt uns überall hin. Unhöflich. Ach so. Der sitzt dazwischen. Wie so eine Barriere. Claire Reynolds und Stephen Reynolds. Ach, die hat die gut aussehenden, die hat der Große, also hier hat Sean gezeichnet und die anderen Daniel, würde ich sagen. Wir waren noch nicht fertig. Ich will das endlich. Can't believe we actually spent a month out there by ourselves. Ich habe das doch wieder. Hier ist es noch mehr. Ich drücke dann immer einmal zu viel. A, lesen. Diskretion, nicht das Haus verlassen. Abschaltung. Kein Telefon, kein Internet. Tägliche Hausarbeit. Hausaufgaben für Daniel. Leck mich am. Viel Glück damit, Claire. Langweile mich nicht zu Tode, dankbar hier zu sein, aber ich muss raus, muss darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Ah, das war die letzte Seite. Was ist das hier? Ah, hier ist das Haus der Reynolds. Guck mal, so sind die gereist. Von da oben in die Wälder. Ja, aber das Haus war doch an einem Fluss. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Haus der Reynolds. Ach, verlassenes Haus. Da, da oben war das tatsächlich. Salem. So, dann haben wir jetzt alles. Daniel was training his precision with ease. Fucking awesome. Daniel scheint das ja zu gefallen. Ach, das war sein Rucksack. Okay, da haben sie was hingekleckert. Ohrenschützer. Thanks, Claire, but I will never wear these things. Die Würfel. That's a cool memento of our secret cabin in the woods. Ja, das geheime Versteck. Da oben ist auch noch was. Yep. Daniel knows how to milk Grandma for toys. Good. He deserves to be spoiled. Halt. All right. I'm allowed to go out now. Einfach nur eine Hose angezogen hast und der und... Sean!
Ach, die Eisenbahn. Sean, are you awake? Breakfast almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Cool. I'm glad they get along so good. Daniel's definitely the ideal grandson. Dann gehen wir mal zur Großmutter runter. Aber vorher waschen, ne? Haltegriff. Hope I'll never have to hold on to Bart to take a shit. Wow. They sure did stock us up on clothes for the winter. Sie kümmern sich. Kann ich hier irgendwas abfliege? Du stinkst. Oh man. How did we survive for weeks out there with no hot water? Ich kann das nur ansehen. I saw some teeth in there a few nights ago. I wonder if it's Claire's or Steven's. I used to hate brushing my teeth. Just like Daniel. Now I can't get enough toothpaste. Da kann ich nicht rein. Ah, hier ist noch Medizin. Better hit the kitchen quick. Claire's waiting for us. They have so many pills and stuff to take. Sucks to be old. It's crazy how everything is neat and tidy here. Yeah. Quite the change from our last home. Bedroom? Better not sneak in. They won't like it. Da gehen wir nicht. Aha. Aber wir haben wenigstens mal reingeguckt. So. Tür öffnen. It's been locked ever since we got here. Ach, das ist das Zimmer von der Mutter. I kind of don't give a fuck. Fuck. I broke this thing like 10 years ago. I can't believe they fixed it. And kept it. Ach, hier geht's runter. Hab ich gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Ich vermute mal in der Küche. Ach, da sitzt sie und wartet. Oh my, look who's awake. Good morning, sleepyhead. It's that bed. Feels like a cloud. I know. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandma, show me a Bob Star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Oh. Sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Das können wir doch reparieren. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all.
Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe, unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand, like to Charles next door. He lost his wife and... Ja, der Papa von Captain Spirit. Things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. Das stimmt, da But hat sie we're wirklich all recht. Taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh, cool. Da war nichts auf der Gabel. Die beiden haben vor allem erstmal sich. Und sind damit sehr glücklich, glaube ich. Boah, Fliege. Und ich habe meine Fliege. Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Oh, I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof, okay? Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Danny, old freak. Thank you. Ja, ist nicht einfach. Aber sie können froh sein, dass sie die beiden haben. I miss Dad and his silly Santa Gringo accent. Und ich finde, ich meine, ich spiele das jetzt so, wie ich das jetzt, wenn ich jünger wäre, würde ich mich wahrscheinlich anders entscheiden. Ich weiß das gar nicht. Aufräumen. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie unterordnen oder so ist. Ich meine, das ist schwer. Es ist natürlich nicht einfach für ihn, aber so wie sie schon sagt, das ist ihr Zuhause, sie müssen hier alle zusammen miteinander klarkommen und das geht nur, wenn alle sich an die Spielregeln halten und die sind bis jetzt noch nicht schlimm. I heard Claire rehearse some songs. She's got the groove. Er singt mit der ganzen Familie mit. Wir gucken uns aber erstmal hier ein bisschen um. I haven't seen any actual fish in there since we got here.
Naja, vielleicht haben die gut geschmeckt. Sorry for getting upset, Sean. I just don't feel comfortable talking about all this. It's fine, really. Jetzt entschuldigt sie sich auch noch. Ach, guckt euch mal den Sessel an. Der ist ja geil. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. Ja. Da brauche ich gar nicht überlegen. I want to be in your drawing. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. It's okay. So nice to see Got it. Practice. You're so passionate. I'm not moving. Hope I look good. Ich male. I'm not moving. Hope I look good. Du siehst immer gut aus, so. I'm not moving. Hope I look good. Wir müssen das so lange machen, bis es speichert. So. Dann kann ich wieder hochgucken. Den kann ich wieder. I'm not moving. Hope I look good. Halt. Er bewegt sich nicht. I've looked enough. I'm not moving. Time to draw now. Hope I look good. Ah, er war noch nicht drauf. Ich sehe aber keinen. I'm not moving. Hope I look good. Weave kindness into your daily narrative. Ja, aber er malt doch gar nichts. Da ist ein Kopf, ja. I'm not moving. Jetzt ein Arm. Hope I look good. Und er sabbelt die ganze Zeit das gleiche Zeug. Jetzt kommt ein Körper. I'm not moving. Hope I look good. Jetzt ist die Oma dran. Cool. I'm not moving. I think I'm ready to draw this. I'm not moving. Hope I look. Kann der Lütte nicht mal die Schnute halten? Oder mal was anderes erzählen? Die Leute wollen sich auch zeichnen lassen. I'm not moving. Von Hope ihm. I look good. Weil er das gut kann. I'm not moving. Hope I look good. Jetzt ist es fertig. Und jetzt kommt das Gesamtkunstwerk. Warte mal, warte mal. Gee. Pretty good. Jetzt kommen die Details. More details, if I want. Details vor allen Dingen. Time to take the pen, dude. I'm not moving. Hope I look good. I'm not moving. Hope I look good. Ich amüsiere mich über das, dass er, das hätten sie anders machen können oder ihnen gar nichts sagen. I'm not moving. Hope I look good. Sind wir immer noch nicht fertig? Oh, das ist die aufwendigste Zeichnung aller Zeiten jetzt hier. Hope I look good. Okay, got it. I'm not moving. Hope I look good. So, dann nochmal die Oma.
Ah, das kriegen wir hin. I'm not moving. Ah, jetzt kommen die Füße. Hope I look good. Poor man. Mann. We've all been there. I'm not moving. Hope I look good. I've looked enough. Time to draw now. I'm not moving. Hope I look good. I'm not moving. Hope I look good. Wir schaffen das. Ich brauche nichts mehr zu erzählen, der Junge erzählt genug. I'm not moving. Hope I look good. Du bist doch schon fertig. Grenzen ziehen. Aha. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Yes. Old Polly left us 3 years ago. But she's still with us, day after day. Isn't she in heaven? With Mushroom? Of course she is. Oh, this looks cool. She's in our thoughts. Too bad it's broken. That's nice. What happened to the ship? Oh, that thing? Steven made it years ago. But it fell, and he doesn't know how to fix it. Sure. That's sad. Look at this fish. Looks pretty cool anyway. Yeah. Well. It's so beautiful. It's life. Dude, come on. I told you there's a fish. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Ich muss jetzt alles angucken. Ich kann auch nichts dafür. I don't picture Claire and Steven as world travelers. When do we start? Die hatten auch einen Hund. Ist hier noch irgendwas? Nicht so wild. Da, Haushaltsarbeitsliste. Yeah. Steven saugen, Handtücher falten, Schublade reparieren, Sean, Daniel, Zimmer aufräumen, schmutzige Wäsche waschen, Großeltern umarmen. Herrlich. Alles andere. Da gehen wir noch nicht rein. Das Brettspiel, guck mal, das ging vorher nicht. Aufräumen. Ja, wir werden mal aufräumen. See you tonight, buddy. Bis heute Abend. Abends wird gespielt. Ist natürlich schön. Gebe ich zu. Claire can draw pretty damn good. Das hat Claire gezeichnet. Guess it runs in the family. Ah, warte mal, da war noch ein A. Behalten. Ja, dann nehme ich das. Das nehmen wir mit. Das ist von der Oma. Übungsbuch. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Ah, ja. Hier ist nichts weiter, da war noch der eine Raum, genau. Think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cupboard behind me? Sure, hold on. So here it is, we are ready. Whoa! Careful. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay, sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time.
So, listen, I've noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Sie haben... Muss ich das Geheimnis bewahren? Vertraut er Ihnen dann immer noch nicht? Ich verstehe es nicht. Ich sag die Wahrheit. Yeah. I do. But how the heck is that possible? I mean, he can... Well, you know more than me. Not really. It started in Seattle after... Everything happened. I wish I could explain, but that's how it is now. And we have to live with it. Ob sich das jemals aufklärt? I really don't know what to think. He needs a doctor or something. Then I'd probably never see him again. Yeah, I get it. He needs you. More than anything else. And by the way, let's keep this between us. Claire okay. has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel. And just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is maybe you should... Stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... We have a home in Puerto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run? That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, you know, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. And for you guys, too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Du kennst ihn nicht. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. Er hat da sein kleines Hobbyzimmerchen hier. Warte mal, wir gucken noch mal. It's good to see you in my lair. You know, you were... Steven sure digs his hobby. Come in here as a kid. Really? Why? It's okay. It's been a while since I've seen her face. Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it hurt? Yeah, it does. But she's still my daughter, you know. I can't approve what she's done, but I think I understand. Good. I don't. Yeah, I'm sorry, Jean. Please don't... please don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Oh, Mann. Sie ist so ein bisschen der Ton, diese Angebende da.
Naja, wir gucken uns in der nächsten Folge weiter um. Ich habe mich hier schon wieder festgespielt. Ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann, ne? Tschüss.